Okay. Da haben wir auf jeden Fall den verwunschenen Prinzen. Kriegt er auch einen Bestiariumseintrag? Was ist denn das dann? Ein Reptiloid? Drakonid? Hm. Rokoide? Eher nicht. Fluchte Wesen? Nee. Boah, keine Ahnung. Ich würde mich an... Keine Ahnung. Ich glaube, ich hau einfach drauf. Tanzen erstellen, was erwarten? Teufelsblut ist, okay. Ja. Voll ins Gesicht. Ja, das läuft sehr gut. Was haben wir noch so? Mondstaub. Yeah. Feuer fand das nicht so schlimm. Nordwind wäre eine Option. Samum. Kratetsche. Was hätte ich denn sonst noch so? Spaltbolzen, Silberschaden. Was haben wir jetzt gerade drin? 100% Chance auf Bluthünnen.
plus 12 Silberschaden. Warte mal, kann er vielleicht damit was anfangen? Oder damit. Gadarash al Wut. What? Was geht hier vor? Oh, er kommt endlich zu sich. Und er kann sogar sprechen. Ich dachte schon, ich hätte niemanden zum Reden hier. Außer vielleicht mein Spiegelbild im Pisseimer. Wo bin ich? Auf der Albatros. Oder der Fakbatoil in deren komischer Sprache. Unterwegs nach Ophir. Ich erinnere mich nicht, irgendwo angeheuert zu haben. Hast du auch nicht. Sie haben dich an Bord geschleift. Du hast ihren Prinzen getötet, wie es scheint. Na, toll. Oh, die Kröte in der Kanalisation, verdammt. Ich hab wohl Glück gehabt. Die hätten mich auf der Stelle töten können. Kommt auf die Sichtweise an. Ich kann ein bisschen, Ophiri. Sie sind auf einer Mission. Ihr König hat sie geschickt, damit sie den Prinzen finden und erlösen. Sie haben bei ihrer Ehre und der ihrer Ahnen geschworen, dass sie ihn heil und gesund nach Hause bringen. Und ich habe ihn getötet. Toll. Offenbar glauben sie, ihre Ehre zu retten, wenn sie den Prinzenmörder der Justiz des Königs überstellen. Und wer bist du? Felipe Calagrande, zu deinen Diensten. Gemeiner Dieb, professioneller Hehler und Stadtführer von Ochsenfurt, wenn ich Zeit habe. Was machst du hier? Auch einen Prinzen getötet? Nun, sie meinen, ich hätte damit zu tun. Weißt du, ich war ihr Führer und hab sie in die Kanalisation gebracht. Aber da warst du schon fertig mit dem Prinzen. Es tut mir leid. Nicht deine Schuld, Kumpel. Ich hätte ja auch sitzen bleiben und Gewinn spielen können, anstatt damit zu prahlen, dass ich Ochsenfurt kenne wie meine Westentasche. Sind wir schon lange unterwegs? Ich weiß nicht. Eigentlich nicht. Andererseits, was spielt das für eine Rolle? Eine große. Wenn Sie mich aufhängen wollen, habe ich es nicht eilig. Also, ich bin froh, dass wir nach Ophir fahren. Da gibt es angeblich weiße Wildpferde mit schwarzen Streifen. Die wollte ich schon immer sehen. Sind sie nicht schwarz, mit weißen Streifen? Nein, schwarze Pferde mit weißen Streifen gibt es in Sangwebar. Ganz sicher. Ah, okay. Das ist wichtig.
Hör mal, da war doch eine junge Frau, eine Ärztin, rote Haare. Haben Sie die auch erwischt? An so jemanden erinnere ich mich nicht. Du warst allein. Gut, dann konnte sie fliehen. Hoffentlich ist sie zu Hause. Hast du zu fliehen versucht? Ich habe meinen ganzen Charme spielen lassen, nichts zu machen. Vielleicht ist mein Ofiri zu schlecht. Ich kann gar keins. Wir sind mindestens einen Monat auf See. Ich bring dir die Grundlagen bei. Elkal Orial! Was heißt das? Wir sollen den Mund halten. Da liegt ein Missverständnis vor. Kann ich den Kapitän sprechen? Elkal Sokan! Galavet Kar Ualbatar Gel! Bep. Still, du Hund. Du wirst büßen, dass du unseren Prinzen getötet hast. Iliam Bala! Karveretende! Wärst du schon tot? Rihav Kernerarem Karer! Ach, ist nicht unser Anna. Dorakase, je Alami! Wir haben bei unserer Ehre geschworen. Wie sagt man, bringt mich zum Kapitän? Wild Alke Ul-e Gulat. Was? Elkal! Wild? Wild Alke Ul-e Gulat. Elkal! Inkal Aver Ikel Ulge Hegerwing Olviter. Hey. Was ist passiert? Was hat er gesagt? Du sollst Ruhe geben. In 2 Wochen hängst du. Na toll. Lass gut sein. Es ist zwecklos, mit denen zu reden. Du erntest nur saures Geblubber und sie pumpen sich auf. Hast du gemerkt? Wie diese Fische. Wie heißen die noch? Spricht hier irgendwer die Gemeinsprache? Sie haben diesen Söldner dabei. Ich glaube aus Edirn. Der hat mich angeworben, sie durch die Kanalisation zu führen. Oh, und der Magier, der sie führt, spricht auch ein bisschen. Aber mit dir werden wohl beide nicht sprechen. An deiner Stelle würde ich mich aufs Ohr legen, anstatt anderen eins abzukauen. Wir fahren noch lange. Der hat ja die Ruhe weg. Ich brauche keinen Schlaf, sondern jemanden, mit dem ich kommunizieren kann. Hallo Geralt, kennst du mich noch? Ist das... Aber ja, wir haben uns in Westgarten getroffen. Du bist... Gaunter Udim, auch Spiegelmeister genannt. Ich half dir, deine Yennefer zu finden. So treffen wir uns wieder. Und wieder brauchst du meine Hilfe. Auf dich wartet der Strick, wie ich höre. Falls dieser Fraß hier dich nicht vorher umbringt. Ich hab noch nicht probiert. Wirkt nicht sehr vielversprechend. Wie deine Lage. Ich könnte versuchen, dich daraus zu befreien, weißt du? Du willst doch von Bord gehen, oder nicht? Oh ja, aber was in aller Welt könntest du... Oh, ich kann mehr als du denkst. Ich helfe dir, Geralt. Aber zuerst muss ich sicher sein, dass du den Gefallen erwidern wirst. Stimmt. Von nichts kommt nichts. In der Tat. Schließlich bin ich Kaufmann. Also, willst du meine Hilfe? Ja. Abgemacht. Wenn alles vorüber ist, treffen wir uns an der Kreuzung unter den Weiden in der Nähe von Yantra. Um Mitternacht. Ach, und ich gebe dir was mit, das dich an mich erinnert. What? Was ist das? Ein Mal unseres Bündnisses. Mit wem quatschst du da? Mit niemandem. Ich konnte Schiffe noch nie leiden. Schaukeln wie die Teufel. Mein Magen auch. Einfach alles verschlafen. Das wird...
Ja, eine Schifffahrt, die ist lustig, nicht? Ich hab den Sturm nicht bestellt. Fürchte, mein Tarif erhöht sich ein gutes Stück. Bring uns heil nach Ophir. Der König wird es dir reichlich lohnen. Und der Gefangene? Wir bringen ihn zum König. Das habe ich bei meiner Ehre geschworen. Können wir eurem König nicht einfach den Kopf bringen, wie bei dem anderen? Der ist ertrunken. Wir konnten nichts tun. Der hier wird lebendig abgeliefert. Außerdem, ich will die Hölle sehen, wie der König diesem hier bereiten wird. Oh. Welche Hölle? Die Strafe für Regizid umfasst Teeren, Häuten und Vierteilen. Juhu! Na komm. Na. Boah, Alter. Haben wir noch was zu fressen? Hier. Hat sein Kollege noch nicht zu spät, sich zu ergeben. Aua. Der Hund. Also nochmal. Jetzt aber ordentlich. Das, ja. So, direkt schon mal die Schinken hier entsprechend packen. Sehr gut. Hallo, ich bin zurück.
Wow. Ach, der uns ein lustiger von Hau. Wir werden hier eine Weile zu tun haben. Was macht der Büffernabzug nochmal? Was haben wir denn? Jeder eigene Treffer? Nö, ist nicht so gut. Wo haben wir denn? Algul, bla bla bla, Gorgo, Ekima. Das klingt alles sehr gut. Echidna. Durch Aktion, die Ausbauer verbrauchen, wird Vitalität regeneriert. Das ist natürlich nicht schlecht. Gabelschwanz. Na. Ich glaube, ich trinke den hier mal. 70 von 100 Vergiftungen. Aufs Maul. Ja. Na komm. So. Oh, Himmel. Perlen, Runenstein, Brief eines ophirischen Händlers. Was steht denn da drin? Ferner, oder wie auch immer man dich nennt. Ich habe kein... Ups. Achievement Ups. Na gut. Habe ich meine Klötten denn überhaupt? Tatsächlich. Ja, schon längst wieder anziehen können. Verdammt. Na gut. So, was stand jetzt da drin? Bitte? Ah, ich habe keine Ahnung von einer höchst gnädigen Chromaria Armer, gerade dich als unsere Kontaktperson auserkoren hat. Das Argument, dass du als Nordling dieses Land am besten kämpfst, finde ich nicht gerade überzeugend, da er denn genauso viel mit Redanien zu tun hat wie Serikanien mit Ophir. Nämlich gar nichts. Suche ich dich in dieser Nachricht zu. Wir haben unser Lager in der Nähe des Brunnenbich aufgeschlagen. Ratatatata, Brunnig. Ach ja. Gemäß der von Hofe und seiner Gnädigen, er hat den Brief, begeben in unser Wasser, ja. Dullak Amani, aha. Ja, gut. Wo bin ich denn jetzt eigentlich? Chantra. Oh, ist das weit weg. Kurfürst, was ist denn losgefahren? Ich wurde irgendwo hier K.O. geschlagen. Mann. Dann mal rüber da. Beziehungsweise mal eben. Ich will da mal jetzt. Der Name? 83. 15. So. Gut. Gehen wir gerade noch nach Yantra und treffen
El Typo. Wo auch immer er sein mag. Plötzlich ist am Start. Jawohl. So, gucken wir doch mal. Okay. Hä? Achso, hier hoch. Mann. Ja gut. Dann sind wir gerade mal dem Tod entkommen. Und dieser Gaunter Odin, der ist mir doch ein bisschen suspekt. Aber lustiger Aufhänger, dass der Typ, der uns am ganz Anfang von The Witcher schon die ersten Hinweise gegeben hat, jetzt wahrscheinlich unser neuer Auftraggeber ist. Der Spiegelmeister, wie kommt es eigentlich zu dem Namen? Mach langsam. Setz dich zu uns. Oh jo. Seltsamer Ort, um über Kunst zu sprechen. Das ist überall möglich. Willst du mit uns anstoßen? Auf die Poesie? Oh ja, komm. Warum nicht? Ich habe Durst. Und wenn ein Mann Durst hat, wird seine Seele von Melancholie ergriffen. Armer Gascoigne. Meine Herren, ich bin berauscht, besoffen, breit und betrunken. Bist du noch im Begriff für deinen Zustand wissen? Bloß nichts Vulgäres. Was soll unser neuer Freund nur denken? Oh. So. Ich bitte um Entschuldigung, aber wenn's hart auf hart kommt, wie ging's weiter? Ich muss los. Woher die Eile, Meister Hexer? Ein Neckar ist doch kein Hase, der weglaufen wird. Obwohl, eigentlich hat er auch Füße. Na gut, geh fort. Ja, gut. Ja, schön meine Quest-Uhrzeit verpasst. Kann ich hier warten? Na gut. Dann warte ich halt. Nochmal bis Mitternacht. Ich wusste, dass du kommen würdest. Bist du Wahrsager? Wer ich bin, tut nichts zur Sache. Ich habe deine Flucht ermöglicht, dir geholfen, Yennefer zu finden. Du hast das Gefühl, in meiner Schuld zu stehen. Dein Andenken ist eine höchst wirksame Erinnerung. Das ist sein Zweck. Es ist doch wirklich seltsam, dass noch die verkommensten Schurken sich bemüßigt fühlen, Schulden dieser Art zu tilgen. Menschen, Elfen, Zwerge, alle Völker. Das musst du mir erklären. Eines Tages. Aber zurück ins Hier und Jetzt. Sag mir, wie du mit den Ophiri fertig geworden bist. Du hast einen Sturm beschworen, bist du Magier? Ja. Danke für die Hilfe, aber traditionelle Methoden hätten es auch getan. Du hättest mir zum Beispiel den Zellenschlüssel geben können. Ach was, viel zu simpel. Ich mag einfache Lösungen nicht.
du schon? Eigentlich? Wir sind nicht hier, um über meine Vorlieben zu reden. Stimmt. Ich würde viel lieber von einer Person reden, die für uns beide von Interesse ist. Es handelt von einem üblen Kerl. Vulgär, abscheulich, mit einem Herzen aus Stein. Einem Mann, der seine Schulden nicht zahlt. Und das soll mich interessieren? Wieso? Er hat auch dich betrogen. Sein Name ist Olgierd von Everreck. Aha. Was hat er dir getan? Bevor ich dir das enthülle, will ich eins klarstellen. Olgierd von Everreck hat intrigiert, um dich dazu zu bringen, einen Mann zu töten, den man hätte heilen können. Das hätte dich den Kopf gekostet, wenn ich nicht eingegriffen hätte. Und weißt du, warum er das getan hat? Weil er ein degeneriertes Monster in Menschengestalt ist, das sich von Schmerz und Leid anderer nährt. Es ist klar, dass du ihn nicht magst. Was hat er dir getan? Wir hatten einen Pakt. Einen Pakt, unter dem ich meine Talente und Verbindungen spielen ließ, um ihm zu verschaffen, was er begehrte. Und nun, da Zahltag ist, drückt er sich vor seiner Verpflichtung. Ich soll deine Schulden eintreiben? Ich bin kein dingbarer Schläger. Einen Schläger brauche ich auch nicht. Ich brauche eine intelligente, gerissene und risikobereite Person. Jemanden wie dich. Die reinste Schmeichelei. Was sonst? Schließlich bin ich ein reisender Kaufmann. Aber täusch dich nicht. Ich habe viele interessante Dinge anzubieten. Dinge wie? Überfluss und Fülle für Körper und Seele. Dir wird es weder an Essen noch an Trinken mangeln. Als Hexer gefallen dir sicherlich erstklassige Waffen. Das alles kann ich dir bieten. Dein Körper, so flink wie nie zuvor. Dein Geist, schneller als der Blitz. Romantisches Talent, um allen Frauen zu schmeicheln. Aber vor allem biete ich wahres Abenteuer. Ein Erlebnis wie kein anderes. Das Schicksal weniger Auserwählter. Das klingt großzügig. Und das alles für meine Hilfe bei einer kleinen Sache? Du willst wirklich nichts anderes von mir? Nur eine Sache. Ehrlich. Was hast du für Olgierd getan? Ihn aus einer Zelle befreit? In gewisser Hinsicht schon. Ich erinnere mich noch gut an den Tag. Nieselregen, dabei eine gemeine Kriechkälte. Olgierd erschien bei Tagesanbruch. Spindeldürr, Kleider in Fetzen. Er hatte offenbar nichts als sein Schwert. Er bot einen jämmerlichen Anblick. Er bat mich um Hilfe und ich half ihm. Bald war er wohlhabend, erfolgreich und angesehen. Was er heute ist, hat er mir zu verdanken. Doch dann mied er mich. Schickte mich fort, als ich es wagte, nach der Bezahlung zu fragen. Einmal hetzte er sogar die Hunde auf mich. Daher bleibt mir nichts, als die Bedingungen des Pakts durchzusetzen. Und da kommst du ins Spiel. Nun. Was schuldet er dir? Über Geld spricht man nicht. Ich will die Details wissen, wenn ich mir die Hände schmutzig machen soll. Wie viel? 1 Million Kronen? 2? Ich bin kein Wucherer, der Geld gegen Zinsen verleiht. Nein, was Olgierd mir schuldet, ist viel persönlicher als Klingelkram. Daher kann ich leider nicht mehr sagen. Ich muss seine Privatsphäre achten. Alles klar. Gut. Weißt du was? Das geht nur euch beide an. Ich will damit nichts zu tun haben. Bevor du das sagst, hör mich an. Du wirst sehen, dass Olgierd ein schlechter Mann ist. Oder, wie man im Westen sagt, ein echter Hurensohn. Okay. Und du? Du bist doch ein Mann der vielen Talente. Kannst du das nicht selber lösen? Da liegt der Hase im Pfeffer. Dem Pakt nach darf ich meine Schuld erst eintreiben, wenn ich von Everreck 3 Wünsche erfüllt habe. Doch ich kann sie nicht selbst erfüllen. Ich brauche einen... wie soll ich sagen...
einen Stellvertreter. Mhm. Du brauchst einen Laufburschen. Ich brauche einen Verbündeten. Und irgendwas sagt mir, dass du die beste Wahl bist. Was erwartest du von mir? Für den Anfang begleitest du mich auf einen Besuch bei von Everick. Dann improvisieren wir. Ich glaube allerdings, dass es gut ausgehen wird. Sobald dies der Fall ist, treffen wir uns und danken einander für die gemeinsame Reise. Gut, kommen wir zu den Details. Hatte Olgierd nicht 3 Wünsche oder Forderungen frei? In der Tat. Er darf 3 von uns verlangen. Doch wissen wir erst, was das sein wird, wenn wir ihn treffen. Das kommt mir reichlich zwielichtig vor. Deine Hilfe, dein Pakt mit Olgierd, seine 3 Forderungen. Überleg es dir. Ich stimme dir zu. Du hast keinen Grund, mir a priori zu vertrauen. Aber ich war nun mal zur rechten Zeit am rechten Ort, um dir zu helfen. Und es ist nun mal derselbe Mann, der uns beide betrogen hat. Ich finde, das sind Gründe für eine Zusammenarbeit. Das finde ich weniger. Komm mit mir zu Olgierd. Du wirst sehen, dass er ein niederer, ehrloser Mann ist, der mit dem Leben anderer wie mit Spielzeug umgeht. Mit deinem auch, als er dich zum Froschprinzen geschickt hat. Tja, dann... Gut, ich gehe mit dir zu Olgierd, aber ich verspreche nichts. Mehr will ich gar nicht. Jetzt nimm das verdammte Mal weg. Natürlich, sobald du deine Aufgabe erfüllt hast. Geh schon, du wirst es nicht bereuen. Wir treffen uns dort. Ich muss mich unterwegs noch um etwas kümmern. Noch eine Schuld einzutreiben? Vielleicht. Komischer Typ. Zwielichtige Person. Check. Okay, dann würde ich sagen, mache ich für heute hier auch Aufnahmepause. Es ist schon 3:30. Gut. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Sage bis zur nächsten Folge. Und ja, bis denn.